Das ist die Liste von den 10 Vortragsthemen in dem Zyklus. Wir sind jetzt hier quasi in der Mitte beim Hund. Also die ersten drei hatten das Thema des sozusagen naturwissenschaftlichen Aufbaus, der naturwissenschaftlichen Vorbereitung, den Freiraum schaffen, der ermöglicht, dass es trotz naturwissenschaftlichen Weltbild einen freien Willen gibt und das Bewusstsein, woran erkenne ich, dass es eben ein physikalisches Phänomen, sozusagen ein physikalischer Zustand eines physikalischen Systems ist. Im Gegensatz dazu dann, beziehungsweise das sagt ja noch nichts über Tiere, das Tier als soziales Konstrukt, der Zugang, wie die Gesellschaft heute und warum die Gesellschaft heute Tiere so sieht, wie sie sie sieht. Und das heutige Thema ist sozusagen die erste Antwort darauf, aus der Lebenserfahrung, das Beispiel Zusammenleben mit diesem Hund hier. Was kann man daraus lernen und wie steht das im Verhältnis zu diesem seltsamen Bild von den Tieren als eigentlich Maschinen ohne Gefühle? So ist ja das Weltbild, das Tierbild der Aufklärung. Dieser Teil jetzt ist im Wesentlichen sozusagen die ersten 4 Kapitel in dem neuen Buch. Also wie gesagt, die Gesellschaft hat sich Tiere als das andere konstruiert, als Gegensatz, um Menschenrechte zu begründen. Tiere wurden zu Sachen, Menschen zu Personen. Tiere kann man also besitzen und Menschen sind die Besitzer. Tiere aber an sich haben kein Interesse und können selbst nichts besitzen. Es gibt diese unüberbrückbare Kluft zwischen Mensch und Tier. Der steht die Lebenserfahrung entgegen. Vielleicht trägt er ein bisschen die Lichter. Da steht die Lebenserfahrung entgegen, von der ich jetzt eben sozusagen ein bisschen berichten will, im intensiven Zusammenleben mit dem Rupfisch oder auch mit den Hunden davor, mit denen ich jetzt 30 Jahre gelebt habe. Der wesentliche Aspekt ist der Zugang vom Zusammenleben in der Wildnis. Man kennt Hunde hauptsächlich, also sozusagen aus dem normalen Erleben kennt man sie in der Stadt. Sie sind in allem, was sie tun, von einem abhängig. Wenn sie aufs Klo wollen, müssen sie einen fragen, dann muss man sie hinbringen. Sie können nichts selbst entscheiden, sie können nicht selber essen, dann müssen sie einen fragen, kann ich was zum Essen haben. Und das entwickelt sich eben so ein Bild in einem, dass diese Tiere eigentlich ganz was anderes sind, also wesentlich unfähiger und vor allem unautonomer als wir, die so total hilflos sind und sie permanentes paternalistisches Nursing brauchen. Man muss ihnen dauernd zu helfen. Ganz anders das Bild, wenn man mit ihnen durch die Wildnis geht, was ich eben nach Möglichkeit oft mit ihm mache. Ich führe da so ein Buch seit 20 Jahren, ungefähr 100 Tage im Jahr in den Bergen, wovon man natürlich sagen muss, nicht wirklich ständig in der Tundra, wo wir wirklich ja Wochen verbringen, sondern auch manchmal nur sozusagen das Wochenende unterwegs in den heimischen Bergen oder eben in den rumänischen Südkarpaten oder auch in den polnischen Nationalparks oder eben in der Taiga, in der Tundra im hohen Norden. Wenn man mit dem Hund in der Wildnis unterwegs ist und ihn auch dort leben lässt, Wildnis heißt jetzt eben ohne menschengemachte Strukturen, sodass man ihn auch vollkommen frei lassen kann und er eben selbst beginnt, sein Leben dort eigentlich zu gestalten und darüber zu entscheiden. Man merkt dann, es entwickelt sich eine Beziehung auf Gegenseitigkeit. Es ist nicht mehr das paternalistische ständige Nursing, es ist nicht mehr so, dass er hilflos ist. In vielen Dingen in der Natur bin ich viel hilfloser als er oder sind wir Menschen viel hilfloser als die Hunde. Es entwickelt sich dann auch die gegenseitige Hilfe, statt dass er ständig abhängig ist und ich muss ihm helfen, hilft auch er mir. Ein Beispiel, wir gehen durch den tief verschneiten Wald. Es ist relativ dicht und ein Baum liegt so quer über dem Boden, das ist der einzige Weg, wo man durchgehen kann. Guckst du als Erster unter dem Baum durch, ich krabbel nach und tauche sozusagen auf der anderen Seite unter dem Baum auf. Und er dreht sich um und sieht mich dort, wie ich sozusagen da liege mit dem Baum auf mir drauf im tiefen Schnee und verzweifelt sofort und beziehungsweise reagiert sofort, lauft zu mir hin, krapscht mich hier am Schlawittel und zerrt mich aus diesem Baum
aus dieser Notsituation, wie er das offenbar interpretiert hat, hervor. Es war zwar vielleicht in diesem Zusammenhang nicht wirklich eine, aber dieses Beispiel zeigt für mich, dass er sehr wohl, dass wir hier sowohl so ein beidseitiges Verhältnis haben, dass ich ihm helfe und er mir hilft, wer sozusagen Hilfe braucht. Und er erkennt es, wenn ich Hilfe brauche, er erkennt es, wenn ich Angst habe, er erkennt es, wenn ich traurig bin zum Beispiel oder leide. Wir können kommunizieren, es ist nicht mehr so einseitig. Ich befehle ihm, Sitz, Platz, lieg, steh, mach schnell, gibt es auch einen Befehl, habe ich gelesen, das heißt, er soll sofort koten. Eigentlich total erniedrigend, wirklich, dass jemand solche Befehle einem erteilen kann. Aber hier ist es eine beidseitige Kommunikation. In dem Buch habe ich einige Beispiele angegeben, ziemlich viele sogar, wo er eben mir seine Gefühle mitteilt oder seine Anliegen, seine Wünsche. Und es gibt also sowohl mit Lautäußerungen als auch mit Körperpositionen erstaunlich weites Spektrum von so einer Kommunikationsmöglichkeit. Also eins von vielen Dingen, er kann mir sagen, und zwar unzweideutig, dass er umdrehen will. Ja, also da möchte ich jetzt nicht weitergehen. Entweder es ist mir zu gefährlich oder es ist mir zu kalt oder es ist mir zu wildes Wetter. Ist passiert, wir gehen da irgendwo oben, es schneit, es ist ein dichter Nebel. Und er macht dann das, dass er so vor mich hinstellt, sozusagen mich direkt in den Weg stellt, halb also Breitseite, um mich so anschaut, dass ich also sozusagen über ihn drüber fallen muss. Wenn er sagt, gehen wir in die Richtung, dann läuft er vor, stellt sich in die Richtung und dreht sich also ganz charakteristisch zu mir zurück und sagt, komm, und sagt damit, komm mir nach. Das sind eindeutig Zeichen. Beim Klettern kann er mir zum Beispiel sagen, das machen wir auch nochmal, bei solchen Felsstufen, die uns halt begegnen, stehen wir beide drunter und überlegen so, wie geht das? Ich merke an ihm, er macht das ganz ähnlich. Wir schauen uns die Felswand an. Bei mir ist es so, ich gehe nicht verbal die Bewegungen durch, wie ich darauf kommen könnte. Und ich habe den Eindruck, bei ihm ist das ähnlich. Und wenn wir dann unterwegs sind und er schlägt vor, auf die andere Seite zu gehen oder dort das zu versuchen, kann man das sehr, sehr deutlich sehen. Wenn er nicht mehr weiter will oder sich nicht traut, kann man das sehr, sehr deutlich sehen. Das ist also auch eine ganz klare Willensäußerung. Und lustig ist, finde ich, sein Blick, wenn er sich konzentriert, etwas zu tun. Das sieht man nämlich selten, also ich weiß nicht, ich kenne das von ihm kaum aus anderen Situationen, aber wenn er sich konzentriert um eine schwierige Kletterstelle, also man kriegt so also ein ganz charakteristisch fast dümmliches Gesicht, das aber unfassbar, also so, vielleicht auch, also sehr, sehr fokussiert auf eine Situation und er bleibt dann ganz ruhig, eine Minute lang, eineinhalb Minuten lang, und dann macht er plötzlich diese Kletterbewegung. Kennen wir von uns auch, wenn wir klettern gehen, dass man halt bei einer schwierigen Stelle sich so sammelt, sich also konzentriert, fokussiert. Ganz ähnlich bei ihm. Soziale Regeln des Zusammenseins, wenn wir nicht den Zwängen der Gesellschaft unterworfen sind, dann können wir eben unsere eigenen Regeln finden, wie wir oder was wir, was okay ist, was man tun kann und was man nicht tun kann. Und da ist es sehr wohl so, dass der Hund oder der Gucks in dem Fall auch Beiträge dazu liefert. Es ist nicht so, dass ich die Regeln vorgebe und er macht genau das, was ich sage, sondern es ist durchaus so, dass er auch Regeln angibt. Also es gibt eben ein paar Aspekte, wo man sozusagen einen anderen Zugang zur Welt hat. Er findet zum Beispiel Kacke begeisternd und er liegt sehr gerne in toten Tieren, die schon seit Tagen verrotten, und ich nicht. Und wenn man sich dann natürlich im Zelt zusammenraufen muss, muss man einen Weg finden, wie man damit rauskommt oder nicht. Das sind so typische Dinge. Aber natürlich auch sich arrangieren, wie man weitergeht und so weiter. Die Natur ist kein warmes Sofa, kein Doppelglasfenster, keine Heizung, kein ständiger Zugang zu Wasser, kein ständiger Zugang zu Nahrung. Sie ist wild, sie ist kalt, sie ist heiß, sie ist beängstigend steil, es gibt Gewitter, es gibt Durst, es gibt Hunger. Es ist keine ständige Befriedigung von sozusagen den elementaren Bedürfnissen möglich, sondern man muss sich arrangieren. Das ist ein Aspekt, der sicherlich in meinem Gefühl nach auch dazu beiträgt, die Tiere so als so anders zu sehen, wie das in dem Menschenbild der Aufklärung skizziert wurde. Weil wenn man natürlich selbst am Sofa sitzt und man sieht da draußen diese Tiere herumrennen, denkt man sich, also wir Menschen, die sind die hier drin sitzen, die Wesen da draußen, das sind die anderen, die machen das offenbar gern oder rennen da gern herum. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der das eben auch gern tut, kann ich dadurch auf einer Ebene
das miterleben. Und wenn wir dann so sitzen in der Tundra, Tundra ist jene Region in der Arktis, wo es eben keine Bäume gibt, wenn es da regnet, muss man im Regen sitzen bleiben, da gibt es nichts anderes. Und da denke ich immer an diesen Regenpfeifer, das ist so ein Vogel, noch so groß, ein Bodenbrüter, der in der Tundra lebt, einer der wenigen, die dort unterwegs sind. Und der sitzt auch im Regen und sitzt auch und hat dieses, deswegen heißt der Regenpfeifer, diesen traurigen Pfiff, den er da im Regen immer vor sich gibt. Und man sitzt im Regen und er sitzt im Regen und es ist halt weit und breit kein Regenschatten. Und dann die Menschen in den Häusern im Trockenen hinter Doppelglas, da hat man das Gefühl, ich habe mit dem jetzt viel mehr gemeinsam. Wir haben dieselben Probleme, die Menschen haben ganz andere. Nicht? Ich habe das Problem, wie kriegen wir ein Dach über den Kopf, und der hat das Problem, wie kann ich nicht zu viel heizen, um die Erde zu in den Klimawandel zu treiben. Wir haben das Problem, wo finde ich das nächste Essen. Er hat das Problem, wie kann ich nicht zu viel essen, um nicht viel zu dick zu werden. Also eine ganze Reihe von Aspekten, wo man eben, wenn man in der Wildnis ist, einen viel eher ein Level findet. Also die Unterscheidung Mensch in, oder Wesen, ja, in einer Zivilisation mit dem gesamten Schutz sozusagen dieser Technologie versus wir Wesen in der Wildnis, da ist ja diese Unterscheidung hat viel deutlichere Aspekte als jene zwischen Mensch und Tier. Im Schnee zeigt sich, das würde ich sagen, ist der größte Unterschied zwischen Mensch und Hund, dass er im Schnee ganz einfach wunderbar schlafen kann, ohne sich anziehen zu müssen. Wir Menschen sind offensichtlich evolviert in Afrika, wo es keinen Schnee gibt. Wir können dort herrlich schlafen. Ich kann im Wald wunderbar schlafen, habe ich erzählt. Weiß ich nicht, ob ich das habe, aber im Wald kann man wunderbar schlafen, hierzulande, solange es Sommer ist. Also bis zur Baumgrenze braucht man keinen Schlafsack und keine Matte, man kann das, es ist überhaupt nicht schlimm, es ist nicht kalt, auch wenn es regnet, ist kein Problem, man kann das, das passt, das fühlt sich sehr gut an. Kaum aber liegt Schnee, ist die Sache ganz anders, da brauche ich eine Schlafmatte, da brauche ich einen Schlafsack. Mehr brauche ich übrigens nicht, denn ohne Zelt kommt auch wunderbar aus, aber Schlafmatte und Schlafsack, ich brauche Schuhe, weil wenn ich mit bloßen Füßen im Schnee gehe, gehe ich nicht besonders lang. Und dann frieren wir die Zehen ab. Und ganz anders bei ihm. Er ist evolviert in den mittleren Breiten, dort wo Winter ist. Er hat ein System im Körper, das einen Blutaustausch und einen Wärmeaustausch ermöglicht zwischen den Füßen und dem Kernkörper. Er kann Füße haben, die nur 15 Grad Bluttemperatur haben und hat überhaupt kein Problem damit. Während mein Körper heizt die Zehen auf 36 Grad und wenn das nicht mehr geht, dann bricht sozusagen das System zusammen und oder es frieren die Zehen ein. Während bei ihm ist das nicht so, er kann das. Und das ist, würde ich sagen, der allergrößte Unterschied. Aber ob das ein Unterschied ist, der es wert ist, zu sagen, die einen sind Biomaschinen und die anderen Personen, steht einem anderen Blatt. Sonst sind wir uns sehr ähnlich. Vielleicht nicht darin, solche Wesen zu essen. Er ist vegan, wenn er mit mir lebt, wenn wir in der Stadt sind. Er isst tote Tiere, die wir finden, wenn wir wandern. Und man findet sehr, sehr viele. Also wenn man sagt, wie kann man einen Hund ernähren, der muss ja Fleisch essen. Erstens stimmt das wahrscheinlich nicht. Aber zweitens ist es auch so, dass man in der Natur mit dieser Nase wahnsinnig leicht Aas findet. Also insbesondere im Frühjahr wie hier, es gibt dermaßen viele Lawinenopfer, die man suchen und finden kann und die er ständig findet. Aber auch wenn wir so einen normalen Sommertag durch den Wald gehen, findet er jeden Tag irgendwo ein Aas. Also das ist, die Tiere sterben auch einmal nicht und ziehen sich dann in die Büsche zurück, deswegen sehen wir sie nicht, aber die Nase findet sie. Und dann kann er sich da also ganz leicht ernähren. Man kann das auch, wenn er mal das so richtig loslegt, ist er da so eine Stunde, auch mit einer ganz spezifischen Art, wie er diese Körper aufreißt. Die haben eine sehr dicke Haut, könnte ich natürlich auch alles nicht mit den Fingern oder den Zähnen. Und er kann da eine Stunde dran essen und er kann am nächsten Tag dorthin wiederkommen wollen. Er kann so viel essen, dass er sich dann eigentlich gar nicht mehr bewegen will und auch nichts mehr anderes essen will. Oder er isst sehr wenig davon. Aber jedenfalls kann er da selber entscheiden und solche Dinge selber finden. Und das ist eben ein wichtiger Aspekt des Lebens in der Wildnis, dass er sich selbst ernähren kann, selbst was zu trinken finden kann. Er kann entscheiden, wo kann man gehen, wo kann man nicht gehen. Er kann mit mir das gemeinsam entscheiden, wo
wo man übernachtet, wie man vor dem Unwetter flüchtet. Und plötzlich merken wir, es ist ein Treffen auf Augenhöhe, es ist ein Zusammenleben auf Augenhöhe. Eine Reihe von Beispielen, das ist jetzt die Tundra in Nordskandinavien, in dem Fall in Nordschweden, wo man eben mit dem Zelt rumgeht. Er hat da den großen Vorteil, wenn er mit uns in der Stadt ist, dann muss er halt sehr viel rumsitzen. Deswegen, wenn wir mal unterwegs sind, draußen trage ich alles und er braucht nichts tragen und kann also dort sich ausleben. Insofern habe ich dann einen 30 Kilo Rucksack, 5 Kilo Hundefutter, wenn das so ist. Insbesondere hier in der Tundra ist es nicht mehr so leicht, Tiere zu finden. Er findet unter Umständen Lemminge, Tote hoffentlich, aber hier draußen, also in der Region, ist die Tierdichte wahnsinnig gering. Also das ist ganz etwas anderes als bei uns im Wald oder in den Bergen. Also selbst wenn man das Füttern von Bauern bei uns abzieht, ist einfach die Dichte von Lebewesen dort unfassbar viel geringer. Also relativ lebensfeindliche Umgebung und daher nicht so leicht zu überleben. Und dann trage ich eben 5 Kilo von seinem Hundefutter hier oben mit, wo er natürlich schon auch immer haben kann, wann er das will. Wie viele, deswegen, wir müssen natürlich dann auskommen damit letztlich. Wenn man durch diese Wildnis geht, dann gibt es viele Aspekte, wo er eben mir helfen kann. Ich habe einmal im Buch, habe ich es auch beschrieben, zum Beispiel diesen Versuch gemacht, 5 Tage lang ohne Rucksack und ohne Alpinausrüstung unterwegs zu sein. Also einfach nur durch den Wald allerdings, ein bisschen über die Baumgrenze, aber nur was ich an mir habe, habe ich mit. Ich habe schon mal überlegt, ich würde das gerne ganz nackt machen. Mein Problem ist dann das Gehen am Waldboden, das nicht so einfach ist. Aber in dem Fall hatte ich schon einen Pullover, ich hatte eine Hose, eine Jacke, also ein normales Gewand. Und was halt in die Hosentaschen gegangen ist. Aber 5 Tage unterwegs gewesen, ohne Schlafmatte, ohne Getränk, ohne Essen, außer das, was in den Hosentaschen war. Und da kommt man, oder sind wir auch gekommen, in den Regen, nicht? Es kommt ein Unwetter, es regnet, man ist dann waschelnass. Ich habe da auch gelernt, dass es wesentlich besser ist, wenn man nackt nass wird, weil man trocknet sehr schnell. Wenn angezogen nass, bleibt das ewig nass, was viel, viel schlimmer ist. Aber nicht, und dann legt man sich hin in den Wald, um zu schlafen, habe hier nichts, um mich zu wärmen, und dann wärmt mich er, nicht? Also hier eine Möglichkeit von ihm zu profitieren, beziehungsweise dass er mir explizit hilft. Weil er ist normalerweise kein Kuschelhund, der sowas sehr gerne tut, aber durchaus solche Dinge verstehen kann und dann hilft. Wir haben natürlich auch Unwetter erlebt und da war es das erste Mal, wie er so einen Blitz gesehen hat. Da waren wir auf der Pack, ich weiß nicht, wie die kennen, aber so ein langer Höhenrücken, der da zwischen Steiermark und Kärnten sich dahin zieht und man kann eigentlich nicht flüchten, weil rechts und links Felswände runter sind und wenn da ein Gewitter kommt, ist es sehr gefährlich, weil man halt so richtig so präsentiert ist, diesen Blitzen. Und ich habe mich halt hingesetzt, ich habe einen Biwaksack mit und habe mir so übergestülpt in so ein bisschen einer Doline, wo man sich so hineindrücken kann. Und der ist halt draußen sitzen geblieben und plötzlich, also da hagelt es und plötzlich, wumms, war so ein Blitz. Ist keine 20 Meter neben uns in den Boden und der springt so im Hecksprung in den Biwaksack zu mir hinein. Seitdem hat er eine ziemliche Angst vor Gewitter. Das lehrt einen das Fürchten. Also ich weiß nicht, wer das erlebt hat schon, aber da merkt man, was das für Urgewalten sind. Also das ist halt der Moment, wo man nur noch hoffen kann, dass einen nicht trifft. Und ihm geht es da ganz ähnlich. Ja, wir sitzen dann zusammen und zittern sozusagen um unser Leben. Das ist ein Bild aus der Taiga, dieser nördliche Wald, hauptsächlich aus Kiefern, auch aus Birken und hier aus Fichten bestehend. Ganz im Gegensatz zu dem Wald in unseren Breiten, wo die Fichten eigentlich artfremd sind, also nicht zu dieser, nicht endemisch, nicht zu dieser Natur passend, erst in den höheren alpinen Lagen. In den mittleren Lagen sollte es eigentlich einen reinen Tannenbuchenwald geben, den es praktisch überhaupt nirgends mehr gibt, außer man geht in einen polnischen Nationalpark. Dort findet man das noch. Aber hier haben wir entsprechende Möglichkeiten, da in dieser Taiga herumzuwandern, auch tagelang und die Natur zu erleben und sich eben sich zu begegnen.
Aha, das ist jetzt wieder ein... So schaut diese Frucht nicht aus, die ist normalerweise orange. Hier ist es auch, was auch immer da oben eine seltsame Farbänderung geschehen ist. Diese Früchte sind rot, wenn sie unreif sind, und dann werden sie gelb-orange, wenn sie reif sind. Sie heißen Multebeeren. Und ich finde, sie schmecken ganz normal. Andere finden, sie schmecken zum Erbrechen. Sie schmecken nämlich wie Erbrochenes, sagen wir die. Es ist so ein schlatziges Ding, aber ich bin scheinbar jemand, der nicht so wirklich heikel ist, was Essen betrifft. Das teile ich mit dem Guxi. Und ich finde diese Beeren an für sich sehr nett. Und was man da dann erlebt, ist, dass er durchaus auch Beeren pflückt. Gerade wie wir diese 5 Tage miteinander gegangen sind, hat er eben... das erste Mal war das so, wir haben einen, großen Heidelbeerfeld und ich sitze dort und pflücke Heidelbeeren und er kommt zu mir und schaut so von so der Nähe zu, was ich da eigentlich mache und schaut so auf und ab. Und dann rupft er so mit seinem großen Mund die Heidelbeeren auch von dem und isst das und findet das eigentlich super. Er isst auch Preiselbeeren sehr gern und diese Multebeeren auch. Hier sieht man, wie er ganz genau zuschaut, was ich mache und dann auch hingeht und sich diese Multebeeren selber pflückt und isst. Und er macht das sehr gern und auch hier können wir sozusagen uns gegenseitig helfen, wenn wir wandern in der Natur. Ich bin höher oben, ich kann Wasser sehen, er ist weiter unten, hat aber eine bessere Nase, kann es riechen, wir können es uns gegenseitig zeigen und hier bei den Bären kann er unter Umständen auch die Bären finden und sie mir zeigen. Bei dieser Wanderung war das so, da hatte er dann ganz blauen Mund und da sage ich ihm, ha, wo ist das jetzt? Und dann geht er vor, ganz typisch, also das... Ohne jeden Zweifel, ja, kann ich ihn fragen, kannst du dorthin gehen? Und er macht das dann und zeigt mir diese Beeren. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn man 5 Tage unterwegs ist und selber kein Essen mit hat, dass man dann, wenn man schon so ein Heidelbeerfeld findet, auch ein bisschen dort isst. Übrigens, diese Art von Kommunikation ist also auch ganz wichtig natürlich, wenn man insbesondere durch den Wald unterwegs ist, dass man gegenseitig immer wieder so Laute gibt, wo bist du oder wo bin ich? Und das ist auch ein Charakteristikum, das ganz, also ohne jeden Zweifel, vorhanden ist, dass er mit einer gewissen Weise mich ruft oder ich mit einer gewissen Weise ihn und wir uns das sozusagen Zeichen geben können, dass wir noch da sind und sozusagen in dieser Form aufeinander schauen, wenn wir nicht in Sichtweite aus irgendwelchen Gründen bleiben können. Ein anderes Kapitel ist die Auseinandersetzung mit Kühen, in dem Fall ein Stier, glaube ich sogar, der hier mit Kühen auf einer Weide steht. Ist natürlich jetzt nicht in der Tundra, die Wiesente, von denen die abstammen, sind ausgestorben, und zwar schon vor 400 Jahren. Es gibt mittlerweile Bisons wieder in den Nationalparks in Polen. Wir haben keinen gesehen bis jetzt. Und es gibt Bisons, die wurden ausgesetzt vor einem Jahr in den Südkarpaten. Also ich freue mich darauf, vielleicht eines Tages solche Bisons wieder mal sehen zu können. Doch diese Nachfolger des Wiesens, die bei uns hier halt als Nutztiere benutzt werden, stehen unter Umständen auf der Weide, und wenn man sie trifft, reagieren sie ähnlich. Sie erkennen hier diesen Wolf, irgendwie Gestaltwahrnehmung als eine Bedrohung für ihre Kinder und können durchaus sehr, sehr aggressiv werden. Und da habe ich auch in dem Buch so eine Geschichte erzählt, die uns da passiert ist und die ganz typisch für so ein Zusammenleben und Zusammenwirken ist. Nicht? Wir werden also angegriffen von dieser Kuhherde, er reagiert auch hier, und das merke ich eben an vielen, vielen Ebenen, er reagiert hier, das ist viel zu variabel, als dass das einfach eine Reizreaktion sein könnte. So ein simples Set von Wenn-Dann-Regeln. Also, wenn er eine Chance sieht, und das machen wir eigentlich ganz ähnlich, dass man die durch ein kurzes Erschrecken wieder loswerden kann, dann probiert er das auch. Er rennt hin, bellt sie nur an und dann geht er wieder weg. Wenn sie allerdings sich so richtig zusammenrotten, dann wird es irgendwann Zeit zu laufen. Das Problem für ihn ist, dass er zwar viel schneller ist als die Kühe, ich aber nicht. Und deswegen bleibt er dann bei mir. Und wir sind dann bedroht und auch umstellt worden von diesen Kühen. Eine von denen hat mich so richtig kräftig in den Bauch gerammt. Und wir sind dann in ein Latschenfeld hineingesprungen, das keine 2 Meter Radius hatte. Also wirklich so ein Winzfeld, nur so hoch. Und dann steht er so, dreht den Zweigerl bis daher und rundherum stehen 50 Kühe, die einen angrunzen. Und das Problem ist, nicht, die stehen dann alle wirklich so da und es ist nicht möglich, da rauszugehen. Weil das ist eine Phalanx von Tieren, durch die man nicht durchkommt und es wird immer später und die scheinen keinen Antrieb zu haben, uns da in Ruhe zu lassen. Im Gegenteil, sie steigern sich noch hinein, indem sie miteinander raufen, was einem das Gefühl vermittelt, sie kämpfen um die vordersten Plätze, um uns zertrampeln zu können. Aber jedenfalls,
gut Rad teuer. Und da haben wir eben sozusagen zusammengearbeitet. Wir sind ungefähr eine Stunde da gestanden, es ist dann schon düster geworden und es war beängstigend. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, du bleibst jetzt hier sitzen und ich wurschtel mich durch die durch und dann, wenn ich drüben bin, rufe ich dich und du wurschtelst dich auf der Seite durch und so entkommen wir vielleicht. Ja, und man denkt sich, komplizierter Plan, der Angst, der sitzt umgeben von diesen Kühen, der bleibt jetzt immer bei mir, nicht? Aber der versteht das. Ja? Also man könnte sich fragen, wieso versteht er das? Er hat natürlich ein gewisses Vertrauen in mich, er wird mir die Worte nicht verstehen können, aber er versteht die Emotion. Und er hat das Vertrauen, dass ich unter gewissen Bedingungen mehr weiß als er, länger lebe und mehr Erfahrung in so einer Wildnis habe. Und so ist er sitzen geblieben. Und ich bin also dann zunächst einmal raus und so gleich zwischen den Kühen durchgeschlüpft, die haben eine Zeit lang gebraucht, bis sie es verstanden haben. Und dann sind sie auf mich los, vor allem eine sehr, sehr aktive, ganz vorne weg. Und die ist mir dann nach, es waren ungefähr 100 Meter bis zum nächsten Latschenfleck. Ich habe sie dann so auf den Kopf geschlagen, was sie natürlich nicht beruhigt hat, aber doch ein bisschen auf Distanz gehalten. Ich habe dann mit einem meiner Wanderstöcke so vor den Augen rumgefummelt, dann musste sie die Augen schließen, dann konnte ich gleich mal 5 Meter zur Seite springen. Und letztlich bin ich in diesen Busch hinein, nur 5 waren bei mir und die anderen waren so ein bisschen verstreut, aber bei ihm waren noch einige. Und dann habe ich gedacht, so, wie machen wir das jetzt? Und dann habe ich ihm halt irgendwann einmal zugerufen, jetzt, du bist los. Und dann sehe ich schon, wobbel, 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 wackeln diese Latschenbüsche und er versucht wo raus und steht vor diesen Riesenkühen. Wobbel, 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 die Latschenbüsche in die andere Richtung, er raus, da eine Lücke, schießt hinaus und in einem Bogen bis zum Latschenfeld, wo ich war. Ich habe dabei so einen Scheinangriff gestartet, damit die Kühe auf mich schauen. Kurz und gut, wir haben in einer sehr koordinierten Aktion, die wir uns vorher arrangiert haben, rearrangiert haben, haben wir das geschafft, da zu entkommen. Und das ist in vieler Hinsicht, schweißt das zusammen und lässt einen tatsächlich erkennen, mit was für ein Wesen man es zu tun hat. Ich habe jetzt noch ein Beispiel, also es ist wirklich lustig, weil der hat eigentlich ein knallrotes Augenlid. Aus irgendwelchen Gründen ist das auf diesem Beamer nicht zu sehen oder zumindest in diesem Stecker. Ja. Genau, also jedenfalls das Augenlid ist knallrot. Wurscht. Auch Hähne, auch nicht so leicht gut Kirschen essen mit ihnen, haben wir auch einen Vorfall, wo er uns attackiert hat, nämlich Dauerhahn uns und Guxi mit aller Energie zur Seite, also ist mir zur Seite gestanden und hat hier eingegriffen, um zu helfen. Ist im Buch auch solche Sachen beschrieben. Das ist ein Bild, ein sozusagen echtes Bild von einem Bären. Zwischen mir und diesem Bären sind 5 Meter und sonst nichts, also das sind Wiesen. Und ist im Wald und es ist stockdunkel und der Bär ist auch dunkel, man sieht überhaupt nichts. Und wenn man ihn anblitzt, dann leuchtet kurz einmal das Auge und ist natürlich eine eher beängstigende Situation. Aber bei so einem Vorfall, wo ein Bär um 22.30 Uhr ungefähr zu uns gekommen ist in der Nacht, hat eben der Guxi auch eingegriffen sofort und zu unserem Schutz sozusagen etwas unternommen. Das ist ein Wolf, leider nicht einer, der mir in der Wildnis begegnet ist. Bis jetzt habe ich noch keinen je gesehen, aber wir sind schon Wölfen hinterhergegangen, so 5 Tage durch den Schnee in den Südkarpaten, den Spuren gefolgt. Das ist einer aus dem Innsbrucker Alpenzoo, leider Gottes. Aber sie würden auch nach Österreich kommen, wenn man sie ließe. Sie werden ständig wieder neu abgeschossen und wie wir hören auch, am Tierrechtskongress haben wir das gehört, dass die Jägerschaft ständig erzählt, dass das lebensgefährlich ist, wenn so Wölfe da wären, was überhaupt nicht stimmt. Ich habe sehr viel mich im Wolfsgebiet aufgehalten. Wir haben auch erlebt, dass 3 Wolfsrudel gleichzeitig um uns herum heulen. Nie hat uns ein Wolf was getan. Wir haben gesehen, in der Nacht sind sie auf 50 Meter heran, da haben wir die Spuren gesehen. Aber dass ein Wolf uns angreift und die Hunde beim Spazierengehen auffrisst, wie das erzählt wird, das ist definitiv nicht so. Also ich hätte nicht nur keine Angst, wenn Wölfe bei uns leben würden, sondern ich würde es sehr begrüßen und ich bin überzeugt, dass es für uns kein Problem ist, wenn wir mit Wölfen in den Südkarpaten zum Beispiel zu tun haben. Auch Steinböcke können erstaunlich angriffslustig sein. Hier ein männlicher Steinbock sind so 80 Kilo Riegel, auch da gibt es schon einiges an Konflikten, die wir haben. Und einmal hat da so wirklich so ein Kampf stattgefunden zwischen diesem Steinbock und dem Guxi, der dann mich involviert hat. Und wir haben es letztlich geschafft, ihn irgendwie zu beruhigen, vor allem dadurch, dass ein Busch zwischen uns war und es uns gelungen ist, immer den Busch zwischen ihm und uns zu halten. Seitdem haben wir und insbesondere er einen großen Respekt vor diesen Tieren und diese Kerle sind sehr selbstbewusst. Also auch in so einem Steingelände
sind wir ihnen begegnet und da steht er dort und geht keinen Schritt weg. Also es ist so steil, dass man wirklich wahnsinnig vorsichtig gehen muss, wenn man sonst stirbt und abstürzt, und dort steht er halt ganz locker. Und der einzige Durchgang ist 5 Meter vor diesen zwei Typen, das sind so zwei Haberer, die da stehen. Und der Guxi und ich, wir haben gedacht, na servus. Und dann hat der Guxi ganz ruhig sich verhalten, ich habe freundlich mit ihnen geredet, und dann haben wir uns ganz vorsichtig vor ihnen vorbei bewegt, und sie sind stumm stehen geblieben, haben ein bisschen so gegrunzt, aber haben uns gnädigerweise am Leben gelassen. Auch hier die Reaktion von Guxi, überhaupt nicht blind und blöd und unvernünftig und da renne ich jetzt hin, sondern total überlegt, und er hat sozusagen meinem Eindruck nach mit viel Vernunft das Beste aus der Situation gemacht. Er hat natürlich auch Angst vor ihnen, er ist natürlich aufgeregt, aber er kann durchaus hier sozusagen vernünftig entscheiden. Eine Reihe von Aspekten jetzt, die für mich bestimmen oder ausmachen, dass er mit entscheidet, wie wir miteinander umgehen. Ein Beispiel ist das gemeinsame Spiel. Spiel ist definiert im Zusammenleben als etwas, wenn man Dinge jetzt tut, sie nicht ernst gemeint sind. Im Spiel kann man sich beißen, da kann man sich zu Boden werfen, da kann man aufeinander herumrollen, da kann man sich anknurren, da kann man alle möglichen Dinge machen oder eben auch wild an so einem Hölzel ziehen. Man muss sich immer wieder signalisieren, das ist noch ein Spiel, da gibt es eine Reihe von Zeichen, mit denen das passiert. Das ist der Klassiker, ist nicht der Vorbeugen mit dem Kopf am Boden, die Vorderbeine auseinander, den Hintern in der Höhe und dann mit einem Spielgesicht, wie das in der Literatur heißt, schauen. Sich das auch immer wieder signalisieren. Und dann halt auch ein faires Spiel, einen fairen Spielablauf haben. Das heißt, wenn immer der eine gewinnt, dann wird dem anderen langweilig. Man muss auch verlieren, man muss gewinnen und verlieren, und es muss relativ fair enden, sonst hat das Spiel seinen Sinn und seinen Wert für die beiden SpielpartnerInnen verloren. Zentral auch, und das natürlich jetzt sozusagen wieder zurück in der Zivilisation, das Verständnis vom Straßenverkehr. Wenn ich Menschen begegne, die mit Hunden sind, dann gehen die meistens mit den Hunden alleine. Er wird also zurückgehalten, und wenn man mit denen redet, sagen die Leute, also Hunde, das ist ja sozusagen unverantwortlich, den da allein laufen zu lassen. Ich habe da die Erfahrung mit ihm, denn natürlich, ich habe ihn natürlich, wie ein Kind war, und ich habe ihn übernommen, wie er 8 Monate alt war, aus einem Tierheim, schon vorsichtig und langsam eingeführt. Ich kann es nicht mehr genau sagen, wie lange, vielleicht ein halbes Jahr lang, vorsichtig viel mit ihm geredet, viel versucht, die Straßensituation ihm näher zu bringen. Ich kann mich genau erinnern an den ersten Moment, wo ich ihm sozusagen vertraut habe. Wir waren in einem Park beim Animal Liberation Workshop in Graz, und dieser Park von lauter schnell fahrenden Autos umgeben, und ich lasse ihn von der Leine in der Schicht, denke ich mir, jösses, hoffentlich geht es gut. Und dann rennt er halt so im Kreis und rennt zu anderen Hunden hin und spielt mit denen und passt wirklich sehr auf, nicht von der Wiese runter auf die Straße zu laufen. Und da habe ich mir langsam die Sicherheit gewonnen, dass ich ihm vertrauen kann. Mittlerweile vertraue ich ihm sehr. Wir können von hier zum Beispiel mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Ich radel, er läuft neben mir her, keine Leine, keine Befehle. Er bleibt am Gehsteig, ich am Radweg. Er bleibt bei der roten Ampel stehen. Er geht mit den anderen Menschen über Zebrastreifen, er wechselt die Fahrbahn, wenn ich sozusagen auf eine andere Seite wechsle, und alles mit der gebührenden Vorsicht. Ich merke es auch, wenn wir in der Natur unterwegs sind und wir kommen auf Straßen, dass er da eben sehr variabel reagiert. Also ich kann ihn auf der Autobahn aus dem Auto lassen und dann in der Raststation aufs Klo gehen, und 10 Minuten bleibt er da allein draußen, und ich kann garantieren, dass der nicht auf die Fahrbahn läuft. Die Autobahn geht da gar nicht gegen. Bundesstraße, wenn wir vom Berg runterkommen, auf eine Bundesstraße treffen, überquert er nur im Galopp, sozusagen irgendwie grundsätzlich, weil er weiß, die Autos kommen da so wahnsinnig schnell, also da kann man nicht lang fackeln. Zusätzlich, wenn wir sie entlang gehen müssen, eine Strecke, manchmal Kilometer lang, fahren die Autos mit 110, nicht gerade einen Meter neben uns vorbei, bleibt er ganz dicht bei mir. Ich sage nicht Fuß, sondern er macht das. Er bleibt entweder ganz dicht hinter mir oder ganz dicht neben mir. Aber er versteht genau, wie gefährlich das dort ist. Je lockerer mit der Straße umzugehen, vielleicht in der Nacht, vielleicht neben Straßen, dann geht er auch von sich aus über die Straße drüber. Das heißt, er wartet nie, er hat nicht konditioniert, Gehsteig, da bleibe ich stehen, bis irgendeiner mir einen Reiz gibt, sondern er kann das durchaus verstehen.
und entsprechend agieren. Muss man einem Hund alles befehlen? Hier frage ich ihn, und so schaut er dann rein, ob er diesen Buggy steigen will. Da rechts ist so ein Buggy an meinem Rad dran. Ich weiß eigentlich nicht, warum mehr Leute mit Buggys unterwegs sind. Ich kenne eigentlich nur meinen Buggy. Sonst habe ich noch nie einen getroffen, der mit Hunde-Buggy fährt. Aber es ist an und für sich eine coole Sache, weil wenn er nicht mehr gehen will, kann er da einsteigen. Und ich frage ihn das halt nicht. Bleib stehen, magst du einsteigen? So und so oft will er nicht, so und so oft will er schon. Wenn man jetzt so ein Dominanzverhältnis zum Hund hat, wenn man dem immer nur befehlen kann, dann wird er warten auf den Befehl. Nicht? Ein Zusammenleben gefördert jetzt durch diese Wildnisebene, aber auch ein Zusammenleben, wo man ihn halt als Persönlichkeit respektiert, die selbst entscheiden kann, dann merkt man, dass er es auch tut. Nicht? Er kann einfach entscheiden, ob ich jetzt da einsteigen will oder nicht. Also durchaus in der Lage, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und dann unser Verhältnis dadurch bestimmt, dass die Beziehung die höchste Priorität hat. Das heißt, wenn gewisse hedonistische Lüste dem im Weg stehen, bezähmt er die und agiert nicht, folgt ihnen nicht, sondern setzt eben die Beziehung an die höchste Priorität. Zum Beispiel, wo mir das auffällt, wenn er mit jemand anderem spazieren gehen soll, er geht sicher gern spazieren, er möchte hinaus, er möchte Sachen erleben, dann entscheidet er unter Umständen und sagt, er macht das nicht, sondern er bleibt da. Und das, behaupte ich, ist nicht ein Affekt, nicht eine innere Lust, sondern wenn es zum Beispiel eine Angst vorm Alleinsein wäre, dann müsste er das erst spüren, wenn er ein bisschen unterwegs ist, aber dass er diese Entscheidung trifft. Und an vielen Ebenen sieht man das, da schließe ich schon, dass das für ihn tatsächlich ein Wert ist und in diesem Wert ihn bindet in seinen Handlungen. Er möchte nicht mich verletzen, auch wenn er etwas, auch wenn das sozusagen jetzt lustvoll für ihn wäre. Schauen wir ein bisschen die wissenschaftliche Ebene an. Hier haben wir sozusagen das Guxi-Hirn und meins. Hier der Neokortex, man sieht auch hier dominierte das Hirn völlig. Wir können uns vielleicht erinnern an dieses neurobiologische Bild von dem Wirbeltierhirn. Man sieht also diese ganzen Strukturen hier auch. Hier zum Beispiel das Kleinhirn, das sieht man beim Menschen auch, das Hirnstamm. Hier das limbische System beim Menschen auch. Also im Grunde genommen ist die Struktur des Hirns sehr ähnlich mit dem phylogenetisch alten Hirnstamm und vielleicht der Instinktantrieben von dort mit dem Kleinhirn, das eben solche Konditionierungsfähigkeiten hat, mit dem limbischen System, das in der Interaktion mit dem Neokortex Gefühle bewusst machen kann und eben mit dem Neokortex, der dominiert und der Assoziationsfelder ermöglicht und der Reflexion ermöglicht. Hunde also auch, behaupte ich, in der Lage zu reflektieren. Und das sind nicht einfach reine Biomaschinen, die nur machen, was ihnen der Hirnstamm vorschreibt, weil sonst bräuchten wir das alles nicht. Und es würde der Hirnstamm genügen. Nicht nur vom Typ her und den Strukturen her sind die Hirne sehr ähnlich. Es ist auch so, dass von der Größe eigentlich sehr ähnlich ist. Ich meine, er ist ein Viertel meiner Körpergröße, sage ich jetzt, also von der Körpermasse her, und ein Zehntel der Hirngröße, 140 Gramm etwa, dann ist der Unterschied ja wirklich nur noch ein Faktor 2,5, wo man sagen könnte, also das ist auch ungefähr das Verhältnis zwischen Schimpansenhirn und Menschenhirn. Also von der Hirngröße und von der Hirnstruktur her erwartet man dann eigentlich ein relativ ähnliches Verhalten. Interessant ist der Aspekt der Spiegelneuronen, die sind zunächst 1992 bei Makaken gefunden worden und mittlerweile auch bei Hunden nachgewiesen. Spiegelneuronen sind jetzt nicht ein Zentrum im Hirn, sondern schon im Gehirn überall verteilt, die eben feuern oder die, mehr kann man ja sozusagen nicht sagen, durch Hirnscans oder durch Beobachtung der Hirnaktivität kann man das eben feststellen, dass sie feuern, wenn ein Tier eine Handlung, beziehungsweise ein Gefühl an sich oder anderen beobachtet. Das sind also Neuronen, die nicht selbst eine Handlung einleiten, sondern die dem Wesen ermöglichen zu verstehen, diese Handlung findet statt. Das ist natürlich auch selbst reflektiert. Nicht? Diese Spiegelneuronen feuern zum Beispiel, also die Spiegelneuronen für rechte Vorderpfote feuern, wenn er die rechte Vorderpfote hebt. Das heißt, etwas im Gehirn teilt ihm mit, jetzt hebst du die rechte Vorderpfote, was natürlich einen Selbstbewusstseinsaspekt enthält. Aber dieselben Neuronen feuern, wenn er mich die rechte Hand heben sieht.
Das heißt, man kann also auch diesen Hirnscan schließen, dass für den Guxi das nicht ein Reiz einfach nur ist, irgendwas wackelt, sondern er hat offensichtlich das Verständnis, hier ist ein Wesen mir gegenüber, dieses Wesen hat vier Extremitäten wie ich auch und die rechte vordere Extremität, mit der wackelt er jetzt hin und her. Diese Botschaft kann so können die Spiegelneuronen dem Guxi machen. Ähnlich mit Gefühlen, also hier sind eine ganze Reihe von Gefühlen, von denen man solche Spiegelneuronenaktivitäten kennt, Angst. Wenn er Angst hat, sagen ihm Spiegelneuronen, du hast Angst. Wenn er sieht, dass ich Angst habe, sagen ihm dieselben Spiegelneuronen, jetzt hat jemand Angst. Offensichtlich ist es übrigens so, dass solche Spiegelneuronen auch ausgeschalten werden können. Also es ist nicht zwingend so, dass man immer versteht, dass andere Angst haben, wenn sie wirklich Angst haben. Es kann natürlich falsch sein und es kann so sein, dass man sie überdüncht mit anderen Dingen, also dass man die Angst oder das Leid in anderen nicht erkennt, aus irgendwelchen anderen Gründen, die das überlagern. Aber grundsätzlich gibt es diese Spiegelneuronen und grundsätzlich sind ein Drittel davon in der Lage, Handlungen in anderen zu identifizieren und zwei Drittel davon mehr die Zwecke oder Gefühle, die hinter diesen Handlungen stehen, zu melden. Man sagt auch, diese Spiegelneuronen sind für die Imitation, für die Fähigkeit, Handlungen zu imitieren, verantwortlich. Man kann das, man sagt nicht, Lachen ist ansteckend, wenn andere lachen, lacht man auch. Die Spiegelneuronen melden einem Lachen, Lachen, Lachen und man lacht dasselbe mit den Genen. Da gab es so einen Artikel im New Scientist, in dem gestanden ist, also sechsjährige Kinder oder so ähnlich, haben offensichtlich Selbstbewusstsein, weil wenn man vor denen geht, fangen sie auch zu gähnen an. Lustig ist, dass die AutorInnen, die sonst sehr tierfeindlich sind, übersehen haben, dass Spiegelneuronen nicht nur in Kleinkindern gibt, sondern in allen möglichen Tieren, unter anderem auch in Hunden. Sie sind definitiv in Vögeln auch vorhanden. Das heißt, sie müssen älter als 230 Millionen Jahre sein, weil sie vor der Säugetier-Vogel-Trennung schon vorhanden gewesen sein müssen. Aber jedenfalls geht das beim Guxi. Ich habe es probiert, man geht ihm viermal vor, dann beginnt er auch zu gähnen. Also es ist durchaus so, dass er das Gähnen als Gähnen erkennt und dass er genau denselben Mechanismus hat, der das Gähnen für ihn ansteckend macht. Die Folge ist, man könnte also hier im Sinne des New Scientist sagen, offensichtlich ein Selbstbewusstsein vorhanden. Aber jedenfalls ist diese Fähigkeit, diese Spiegelneuronen zu haben und sie zu aktivieren, die Basis für Mitgefühl und Empathie. Und wenn man dann hört, wie zum Beispiel in der Vorlesung über Tierethik 2008 an der VetMed-Uni, dass Tiere grundsätzlich zum Mitgefühl nicht fähig wären. Das sei also der Unterschied, der dann berechtigt, sie als Sachen zu behandeln. Das steht sogar explizit da in diesem Vorlesung, in der Vorlesungsmitschrift, die online einzusehen ist. Dann ist das falsch, weil wir hier den naturwissenschaftlichen Beweis haben, dass sie Spiegelneuronen haben, diese Hunde zum Beispiel, auch Katzen natürlich, und dass sie grundsätzlich sehr wohl in der Lage sind, Mitgefühl zu haben. Dass sie aber auch genauso wie wir Menschen dieses Mitgefühl übertünchen können und es abstellen. Es wird wahrscheinlich eher sich einschalten bei Wesen, die sie kennen, mit denen sie eine Sozialbeziehung haben, die zu ihrem Rudel gehören. Aber grundsätzlich ist ein Hund durchaus in der Lage, auch mit ganz fremden Wesen Mitgefühl zu empfinden. Magnetresonanz-Scans, da gibt es ein Buch ausschließlich zu diesem Thema von Gregory Burns, der auch eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln publiziert hat. Er ist ein Institut, bei dem er die ganze Zeit Magnetresonanz-Scans macht und er ist auf die Idee gekommen, das mal mit seinem Hund zu probieren. Das Problem ist, wir haben ja die Methodiken, wie man Hirnaktivität messen kann, diskutiert. Das Problem hier ist, dass diese Scans länger brauchen. Man muss also so und so lang still sitzen, dass man eine so eine Schichtaufnahme, wie sie da rechts zu sehen ist, von einem Gehirn sehen kann. Und deswegen muss dieser Hund bei dem unglaublichen Lärm, den diese Magnetresonanzgeräte machen, ganz, ganz still sitzen, nicht einmal einen Zentimeter wackeln. Und dazu hat er diese Hunde konditioniert. Es ist ihm sehr wichtig, dass sie selbst entscheiden können, ob sie das tun wollen. Er beschreibt auch eben sogar aufgrund seiner Scans, dass sie eben das Recht haben, jederzeit den Versuch abzubrechen, dass es alles sozusagen private Hunde sind, die nicht in einem Labor gezüchtet sind. Und dass er eben so ein Formular hat für die Hunde und ihre Bezugsmenschen, die also das ganz ähnlich wie sie mit ihren Kindern sozusagen bestätigen dass, und dabei sind, dass diese Hunde darunter nicht leiden, dass das nicht invasiv ist. Und bei diesen Versuchen hat sich jetzt herausgestellt, dass sie
also sich einmal an Menschen und Hunde erinnern können, also dass man aufgrund der Aktivität des Gehirns sieht, erstens einmal die stärkste Botschaft ist, es gibt hier sehr große Parallelen zwischen der vom MR-Scan erhaltenen Aktivität bei Menschen und bei Hunden, zum Beispiel die Zentren für positive Gefühle, die man eben bezüglich Menschen oder Hunden eben bezüglich sozialen PartnerInnen hat, die man mag, und denen, die man nicht mag, eben sozusagen werden andere Gefühle, andere Hirnzentren für negative Gefühle ausgelöst. Und er sagt, daraus schließen zu können, dass Hunde eben mentale Bilder haben, dass sie Erinnerungen haben können, dass sie ein episodisches Gedächtnis haben, dass sie sich also definitiv an Vorgänge und an Menschen und an Zusammenhänge erinnern können. Insbesondere, wie gesagt, ähnliche neuronale Prozesse wie bei Menschen. Er hat auch den Versuch gemacht, eben Gerüche von unbekannten Hunden versus Gerüchen von sich selbst ihnen zu bieten. Und da hat er eben erkannt, dass die Hunde ihren eigenen Geruch als ihren eigenen feststellen können. Sie haben mit Abstand die geringste Reaktion beim eigenen Geruch und die stärkste Reaktion bei unbekannten Hunden. Also aus den Magnetresonanz-Scans kann man eine sehr große parallele Hirnaktivität wie bei Menschen herauslesen. Aber auch physiologisch dürfte es große Parallelen zwischen Hund und Mensch geben. Hier insbesondere das Oxytocin, das ist dieses berühmte Liebes- und Bindungshormon, das besonders ausgeschüttet wird, wenn eine Säugetiermutter gebärt. Dann hat sie eben diese Ausschüttung und stellt dadurch eine enge Beziehung zu ihrem neugeborenen Kind her. Man findet das aber bei allen Wirbeltieren, bei Fischen und Vögeln sind das andere Chemikalien, aber es gibt jeweils so ein Hormon, das dieselbe Rolle spielt. Es wird ausgeschüttet, insbesondere bei Trösten und bei einem liebevollen Körperkontakt. Das hat man explizit bei Hunden nachgewiesen und auch bei Menschen, die mit Hunden interagieren. Also Mensch und Hund, die sich gegenseitig trösten, die sich gegenseitig berühren und streicheln, die sich gegenseitig liebevolle Gefühle vermitteln, die haben einen sehr, sehr hohen Level von Oxytocin. Kurt Kottraschall, der in meinem Buch auch darüber geschrieben hat und auch Vorträge hält, schließt daraus, dass man sozusagen sagen kann, die haben eine echte Gefühlsbeziehung. Der Hund ist nicht nur ein sozusagen jemand, der mich als eine Leckerli-Maschine betrachtet oder ein Schutzdingens, sondern ich bin ein Sozialpartner für ihn und er mag mich. Und das erkennt man an der Ausschüttung dieses Hormons. Die Hund-Mensch-Beziehung funktioniert, sagt er, weil es sozusagen die gleiche soziale Werkzeug gibt.